Hallo, Freunde der Wildkräuter-Smoothies. Hier, die Fruchtgrundlage für meinen Wildkräuter-Smoothie ist eine Banane, einen sauren Apfel, ein paar Josterbeeren. Das sind die hier. Eine Mischung aus Johannis und Stachelbeeren. Eine Feige und ein paar Weintrauben. Dann tue ich dazu hier Borsch, Ackerschachtelhalm, Löwenzahn, Spitzwegerich, Blätter von Rettich, Brennnesseln, laute Brennnesseln, Weidenröschen, fällt alles raus, ja. Rein damit. Noch mehr, ganz viel Brennnesselspitzen. Aber vorsichtig sein mit den Brennnesseln. Und Löwenzahn, Spitzwegerich, haben wir schon gesagt. Und Borretsch. Und Ringelblumenblüten. Ringelblumenblüten. Ein bisschen Fenchel. Tut ziemlich viel von dem Grünzeug rein, weil ich das mag. Das ist nämlich gut. Und Disteln. Verschiedene Distel, ich glaube Mariendistel oder was und andere Disteln. Distelblätter. Weidenröschen. Heute habe ich gar nicht so eine große Auswahl. Und nochmal Brennnesseln. So, schön. Dann tue ich noch ein bisschen. Man kann Wasser rein, ich tue heute aber Kräutertee rein. Was ist das? Ja, das ist, glaube ich, Basilikumminze. Rein damit. Schwippdiwipp. Jetzt wird's laut. Dann mixen wir das. Ist ja nicht so grün geworden, sondern eher so braun. Schauen wir mal. Braun-grün. Der Geschmack kann natürlich nicht vermittelt werden durch die Videoparallele. Darum lasse ich mal schmecken. Schlürfen und kauen. Natürlich als Ritual bevorzugt. Zum Wohl.